Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Tinti-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist ein Adventskalender, den habe ich bei DM bestellt für 24,95 und hier sollen 33 mal Badespaß in 24 Türchen enthalten sein. Ich bin super gespannt und dieser Adventskalender soll weder die Haut noch die Wanne einfärben. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, ob das wirklich so funktioniert. Und ja, genau, ich will nicht ganz so lange um den heißen Brei drum herum reden. Wir entfernen hier außen einfach mal den Schuber, wo auch die Produkte ein bisschen draufstehen. Achso, und ich hoffe, dass diese Anhänger nicht in den 33 Produkten involviert sind. Wir gucken mal. Naja, ne? So schaut das Ganze aus. Es ist ein Kläppchen-Adventskalender und ich glaube, für Badefreunde kann das definitiv was sein. Es muss ja nicht nur für Kinder sein. Aha, am 1. Dezember geht es hier direkt los mit Rätsel. Malspaßbuch. Tauche ein in die winterliche Tinti-Rätselwelt. Das ist schon mal ganz süß. Ja, 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 kann man anmalen. Julius ist noch ein bisschen klein dafür, aber für Besuchskinder könnte das auf jeden Fall was sein, ne? Kann man so ein bisschen was ausmalen und so. Das finde ich schön. Und dann haben wir hier, ach, das sind ja wirklich kleine Tütchen, Knisterzauber, knistert aufregend im Wasser. Oh, 8 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, sowas würde ich dann vielleicht einfach so als kleinen Gag mit reingeben oder so. Süß. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr auf der Haut prickelt. Solltest auch du übrigens Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. So wie über 40.000 es schon getan haben. Unglaublich, Leute. Vielen, vielen Dank. Und wie angekündigt, gibt es jetzt ja auch die 40.000 Abonnenten-Verlosung hier aufgeteilt auf verschiedene Videos. In diesem Video gibt es zu gewinnen, habe ich mir aufgeschrieben, den Blitzim-Adventskalender. Den habe ich nämlich, nachdem ich mir den selber gekauft und vorgestellt habe, nochmal zugeschickt bekommen. Und es gibt in diesem Video auch einen Waterdrop-Adventskalender zu gewinnen. Fand ich ganz witzig, so zum Thema, ne? Und auch der wurde mir zugeschickt, einfach damit ich quasi was zum Verlosen habe. Und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal rein. Das heißt, in diesem Video gibt es dann auch 2 Gewinner. Am 2. Dezember haben wir eine Badeüberraschung. Entfaltet im Wasser 4 bunte Figuren. 4? Oh, das wird aber sehr klein sein, oder? Okay, ja, so schaut es aus. Gut, finde ich interessant. Von Kindern geliebt, von Eltern für stressfreies Baden empfohlen. Süß. Genau, es ist halt nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Ach so, sammle alle Motive. Also einer von diesen Motiven ist damit drin. In jeweils einem so einen Prümpel, ne? Okay, jo. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir ein Sprudelbad. Färbt sprudelnd das Wasser. Und das ist einfach eine so eine Badetablette. Ich denke, das wird dann so ein bisschen orange werden oder so. Ja, finde ich ganz süß gemacht, ne? Dass man da einfach mal so ein bisschen was anderes sieht. Und ich denke halt, wegen solcher Teile ist das Ganze nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Aber sowas kann ich ja für meinen Sohn schon verwenden. Hier haben wir die Nummer 4. Da habe ich den Kalender mal ein bisschen rübergezogen. Das ist gar nicht beschriftet, Schale-Schokolade, ist ein Tannenbaum. Ne? Auch das ist wohl so ein sprudelndes Badetab. Sowas finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Ich habe ja auch den Lasch-Adventskalender ausgepackt. Da war das Ganze nochmal etwas hochpreisiger. Etwas. Also wenn ihr vom Hocker fallen wollt, was Preise für solche Adventskalender angeht, schaut mal vorbei. Mhm. Oh, das finde ich spannend. Am 5. Dezember haben wir Knetseife. Reinigt die Hände mit Knetspaß. Sowas kannst du halt auch einfach ganz normal am Waschbecken verwenden oder auch in der Dusche, ne? Ein Stück ist hier drin enthalten und das wird dann so lila. Und da gehe ich ganz stark davon aus, dass es halt weder Wanne noch Hände einfärbt, weil das wäre ja ziemlich doof. Finde ich spannend. Es fühlt sich auch sehr, sehr squishy an, ne? Interessant. Süß. Am 6. Dezember haben wir Knisterpflegebad hier drin enthalten. Guck mal, das hatte ich eigentlich gedacht, das sind 50 Gramm, dass wir sowas hier fast ausschließlich drin haben. Aber egal. Naja, so kann ich mich auf jeden Fall mal so ein bisschen durch das Tinti-Sortiment testen. Ne? Ja, und das Ganze wird dann etwas knistern. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Auch wie das so riecht und so. Ne? Finde ich cool. Genau. Aber ich frage mich immer noch, wo dann die 33 mal Badespaßgeschichten sein sollen. Vielleicht wird das auch als 2 gezählt. Weiß ich nicht. Am 7. Dezember haben wir Badekonfetti drin zum Spielen und Einseifen. Das ist immer super praktisch, ne? 6 Gramm sind hier drin. Also man kann das halt sowohl erstmal über das
Das hört sich auch hart an. Über den Körper machen, über das Kind schütten, wollte ich gerade sagen. Und dann kann das halt so verteilt werden und dann kann das ja auch in das Badewasser rein. So. Finde ich eigentlich ganz süß gemacht. Finde ich interessant. Und das wird dann ja auch ein bisschen größer sein. Ja, färbt weder Haut noch Wanne. Interessant. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier ist auch wieder ein Sprudelbad drin enthalten. Und da werden wir dann so ein Türkis bekommen. Sowas finde ich ja richtig schön. Ne? Und wieder auch hier aufpassen wegen der Füllmenge und so weiter. Wobei man bei Kindern die Wanne ja auch nicht komplett voll macht. Ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Stern freuen. Auch hier, ne, da wird es jetzt wirklich schwierig, einen Preis für rauszusuchen. Da mache ich dann wahrscheinlich einen Circa-Preis anhand von den Dingern oder so. Ne. Naja, hier gehe ich nämlich auch von einem Sprudelbad aus, auch wenn hier nichts draufsteht. Ja. In der Nummer 10 darf es auch mit so einer Badekugel weitergehen. Sowas finde ich richtig cool. Ne? Macht sich einfach ganz hübsch, muss ich sagen. Dass wenn man das dann vielleicht auch im Badezimmer aufbewahrt, in so eine Schale gibt, wo man dann dem Kind dann auch die Möglichkeit geben kann, was möchtest du heute verwenden? Und so das Badeerlebnis halt noch cooler gestaltet. Ich glaube, das werden die halt feiern. Ne? Und das feiere ich ja schon als erwachsene Person, wenn ich mir das so überlege, dass ich mir das dann auch in so ein Körbchen mache und dann mal so was rausnehme. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Aber ich glaube, Kinder feiern das noch mehr. Am 11. Dezember habe ich Badekristalle auch wieder drin enthalten in Blau. Das sind einmal diese hier mit 60 Gramm. Und ja, so schaut das einmal aus. Ich weiß gar nicht, wie viel soll das denn geben? Ach, guck mal, vielleicht wird das dann so gerechnet, dass das hier für zwei Wannen reicht. Und das auch, weil das gibt es nur in eine halbvolle Wanne, oder? Weiß ich nicht. Doch ein Sachet für eine halbvolle Wanne mit 70 Litern. Nee, das wird nicht für zwei Wannen gerechnet. Das wird für eine Wanne gerechnet. Okay. Aber wie kommen die dann auf 33 mal Badespaß? Weiß ich noch nicht. Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir auch wieder diese Badeüberraschung drin. Wiederholt sich ja das jetzt alles? Das wäre natürlich, Wichtel 2 steht hier drauf. Hier steht Wichtel 1 drauf. Das ist dann auch nochmal, genau, das sind auch nochmal unterschiedliche Motive, die man dann sammeln kann. Ich bin wirklich gespannt, wie das aussieht, ne? Wie groß das dann auch so ist. Keine Ahnung. Ja, und dann hat man so Wichtel. Was soll man damit? Ich weiß es wirklich nicht. Naja. Am 13. Dezember haben wir auch wieder Knetseife hier drin enthalten. Reinigt die Hände mit Knetspaß. Hatten wir ja eben auch schon in lila und jetzt haben wir es nochmal in grün. Am 14. Dezember gibt es nochmal Knisterzauber. Das haben wir hier knistert aufregend im Wasser mit 8 Gramm drin enthalten. Sowas finde ich einfach süß. Das würde ich wahrscheinlich dann kombinieren mit, keine Ahnung, mit so einem Sprudelbad, der dann das Wasser einfärbt. Und dann macht man sowas drüber. Das ist jetzt tatsächlich sogar genau das Gleiche. Ne? Schade. Am 15. Dezember gibt es Badeperlen. Das fühlt sich auch ein bisschen geliger an hier drin. Das finde ich auch interessant. 40 Gramm sind hier drin enthalten. Und ich glaube, sowas hat dann auch so ein bisschen was wie nach Perlen tauchen oder so. Schön. Am 16. Dezember haben wir auch wieder Sprudelbad und hier in rosa oder in pink. Ja, finde ich auch schön. Eine Woche vor Heiligabend gibt es nochmal einen Stern und das ist ein genauso großer wie der gelbe. Genau, nur halt hier in so einem, ja, altrosa. Zum 18. Dezember haben wir nochmal eine Badekugel drin enthalten und zwar in hellblau. Finde ich auch schön. Etwas Abwechslung kommt endlich am 19. Dezember. Das ist ein Blubbervulkan. Färbt das Wasser mit Sprudelspektakel. Aufregend. In rot. 50 Gramm sind hier drin. Ja, das sollte man dann vielleicht nicht verwenden, wenn man niemanden erschrecken will oder so, weil das kann natürlich auch ziemlich abgefahren sein. Ich meine, bald ist Halloween, ne? Wir befinden uns in der Weihnachtswoche und sind jetzt auch schon sogar im 20er-Bereich. Hier haben wir das Sprudelbad in grün drin enthalten. Ja, das ist jetzt schon das vierte. Das ist, ich sage immer so, drei von einer Sorte ist okay, ne? Das ist jetzt ein bisschen, es reicht. Am 21. Dezember haben wir hier Badekristalle und zwar in blau, denke ich mal. Ne? Das schaut einmal so aus. 60 Gramm sind hier drin enthalten und wir hatten ja schon exakt genau das gleiche Sachet schon mal. Das finde ich wirklich schade. Das hätten die ein bisschen abwechslungsreicher gestalten können, aber ich glaube, so riesig ist das Sortiment von denen gar nicht, oder? Zwei Tage vor Heiligabend, zum 22. Dezember, der zweiten und letzten Schnapszahl, habe ich hier schon wieder Knetseife drin. Das ist jetzt in gelb. Ich glaube, die Knetseife finde ich mit am coolsten. Also ich finde die richtig abgefahren. Animiert ja auch die Kinder so ein bisschen mehr, die Hände zu waschen und so, ne? Auch wenn das jetzt schon unsere dritte Knetseife ist. Aber immerhin in unterschiedlichen Farben.
Ein Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, haben wir hier auch was ziemlich Abgefahrenes drin. Mit 37 Millilitern ist es ein Schaumbad. Genau, und das kann man, das sieht wirklich ziemlich fancy aus. Das ist ein Krake, der eine Cappy auf hat. Yay. Das kann man hier an der Seite abknicken und dann kann man das so in die Wanne reinfüllen, ne? Das sieht sehr, sehr crazy aus. Okay. Jetzt bin ich gespannt auf den 24. Dezember, weil, Leute, 33 mal Badespaß, da fehlt aber noch einiges. Hier habe ich Badefarbe drin, färbt das Wasser. Aha, 10 mal anwendbar. Weißt du Bescheid? Okay, jetzt haben wir es. Mhm, 10 mal 4,5 Gramm. Okay, ja, okay, 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 okay. Das wird dann auch lila sein. Ist süß, definitiv, ne? Das ist dann auch ein bisschen einfacher dadurch, dass du das dann halt so in Tabs drin hast. Okay, ich habe es verstanden. Ja, der Adventskalender ist ausgepackt. Ich glaube schon, dass man mit diesem Adventskalender ziemlich schönen Badespaß hat. Es gibt, can't relate, aber es gibt durchaus ja auch Kinder, die nicht so gerne baden. Ich glaube, damit kann man sie animieren zu baden. Julius muss ich nicht animieren, der wird am liebsten den ganzen Tag in der Dusche leben. Aber ja, also ich glaube, dass man da auf jeden Fall einen schönen Adventskalender hat für Kinder, aber auch für Erwachsene. Denn ich finde, auch als Erwachsene darf ich auch mal ein Knisterzauberbad nehmen oder mir Badeperlen in mein Badewasser machen und mich darüber freuen. Weil ich finde einfach, 24,95 ist jetzt keine Unsumme, die man dafür bezahlt. Es ist vollkommen in Ordnung und man bekommt hier eigentlich schon was Schönes für sein Geld. Auch wenn ich ganz stark bezweifle, dass wir hier den Preis von dem Adventskalender mit dem Wert der Produkte erreichen. Ich lehne mich da jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und vermute, dass es nicht so ist. Trotzdem sind das schöne Produkte, die hier drin sind. Also wenn ich den jetzt auch einfach mal so ganz krass vergleiche mit einem Kneipp-Adventskalender, mit einem Lush-Adventskalender, hat man hier schon mehr für sein Geld bekommen, meiner Meinung nach. Ne? Also auch wenn es halt teilweise ein bisschen eintönig ist oder so, aber ich glaube, wenn man den Adventskalender zum Beispiel als Familie auspackt, als Badefreunde, Familie, macht das auf jeden Fall Spaß. Und dann hat man am Ende halt so ein Körbchen da stehen, was man sich natürlich auch selber zusammenbauen kann und selber so einen Adventskalender befüllen könnte. Keine Frage, ne? Aber dann hat man am Ende so ein Körbchen da stehen, wo dann vielleicht auch Sachen, die noch nicht verwendet wurden, reingepackt werden können. Und jedes Mal, wenn dann jemand aus der Familie baden gehen möchte, kann man entweder sich selber was aussuchen oder ein anderes Familienmitglied sucht da was für einen aus. Das ist, glaube ich, von der Idee her ganz süß, oder? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ja, und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!